Ja, und damit einen herzlichen, wunderschönen guten Morgen hier in einer weiteren Folge von 7 Days 1.0 in unserer Heimreiseserie. Hat das schon lange nicht mal andersrum gesagt. Hier auf der Special Deutschlandkarte in Nordrhein-Islamien, wo wir um unser täglich Überleben kämpfen. Oh, da waren wieder Stotterer drin. Den hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und ja, unser Dach ist mal wieder fertig. Da werden wir uns jetzt mal sofort drum kümmern mit unserem neuen Ausrüstungsset. Ich habe nämlich das Lumberjack-Set herstellen können. Ich muss aus dem F7 raus, damit ich den auch vernünftig anzeigen kann. Natürlich habe ich mir jetzt direkt das Farmer-Set angezogen, anstatt das Lumberjack-Set. So, dann nehmen wir das hier da und das ist ein wenig durcheinander hier. Da Lumber-Boots. Okay, dann die... Und da hier so, zack, einmal komplettes Set inklusive einer Motorkettensäge. Super, röm. Wofür ich noch Sprit mitnehmen muss. So. Das ist der letzte Set, was wir großartig brauchen. Oh, ich habe das nicht gut vorbereitet, den Start dieser Folge. Excuse me. Ich habe auch kein Helm leuchtet nochmal für das Lumberjack-Set. Ich habe mich wohl entschlossen, das Baumfäller-Set hier mit dem Farm-Set zusammen in eine Kiste reinzupacken. Also in einen Schrank reinzupacken, weil das brauchen wir auf dem Dach halt immer schön zusammen. Müssen wir uns noch angucken, was die einzelnen Items machen? Ja, wa? Wir kriegen hier 50% mehr aus dem Wood Harvesting raus, was ganz nice ist. Wir haben sowieso noch Miner 69er und Motherload, was da noch ein wenig reinwirkt. Müsste zumindest. So, mal gucken. Ja, bring down rocks, increase faster, increase loot damage, blablabla. Jo. Das geht dann tief mit rein. Zumindest Motherload geht damit komplett rein. So, das können wir dann schön zusammen verwenden. Das wäre also auch noch ganz cool, wenn wir noch einen weiteren Stärke-Mod hier für unseren Helm irgendwann bekommen. Eine Zigarre ist ja schon drin, aber wenn wir dann den Agility-Mod durch einen weiteren Stärke-Mod austauschen können, wie bei unserem Mining-Set, dann haben wir dann wieder komplett Motherload auf Maximalstufe, wenn wir das Set anhaben. So, was der Kopf macht, wissen wir jetzt. Mit der Brust können wir mehr tragen, also uninteressant. Du machst mehr Axtschaden. Ist kontraproduktiv, wenn ich mit der Kettensäge da dran gehen will. Naja, egal. Und Stamina Regen und Running kriegen wir mit den Schuhen. So, dann hauen wir direkt mal hier die Bäumchen rum. Die sind jetzt ja schön ausgewachsen. Die sieht mir schön aus. Gut. Angeblich soll die Kettensäge ja ganz gut dafür sein. Ich bin da nicht von überzeugt von den blöden Sachen hier. Orga und Kettensäge. Nach wie vor nicht von überzeugt. Relife. Okay, klar. Nur ordentlich Stiel und dann geht Gas. Damals beim THW sogar eine schöne Unterwasserkettensäge, so mit den Bäumen unter Wasser fällen konnte. Das war nicht so super verloren. Ja, hier und da nehmen wir mal ein Körnchen mit weg, aber das ist, ja, muss der Busch schon nicht so groß werden, dann haut er auch hin. Wenn der Aushub ist passabel mit dem Holz, dann kann ich jetzt nicht so meckern. Weiß nicht, ob wir jetzt mehr gekriegt hätten, hätte man eine Axt genommen. Ah. Wer weiß. Müssen wir vielleicht mal, vielleicht können wir das auch mal beim nächsten Mal testen, wenn wir wieder Bäumchen jetzt wegzufällen haben. So, soweit damit. Lass mich mal wieder das Farming-Set anziehen. Da fängt's an. Böp. Und böp. Und böp. Da ist eine Lampe drin. Ne? Hätte ich natürlich umpacken können, aber will den anderen umpacken. Das ist ja auch doof. So, da Kettensäge wieder darunter, da Messerchen da rein, alright. Und den fangen wir hier mit die Potatos an. Kratos mit seinen Potatos, ne? Müssen wir mal immer gucken, dass wir da das Zeug fangen. Ich glaube, ja, ich mache das doch hier fertig und dann skippen wir den Teil im Video. Das haben wir schon ein paar Mal drin gehabt hier und ja, ihr wisst, wie das läuft. Wir pflanzen überall wieder 8 Saat an, in der Mitte wieder ein Bäumchen und gut ist, bis wir das nächste Mal wieder pflücken können. Ja, so machen wir das. Dann gehen wir dann gleich zusammen, gehen wir dann zusammen Quest. Wenn die Zahl nicht rot wird. So kaputt machen. Ups. Immer noch keine gescheite Treppe hier. Man merkt, das muss ich definitiv demnächst in Angriff nehmen. Wieso ist hier schon wieder alles voller Zombies? Hab ich da gerade rumhopfen sehen? Ist direkt wieder runtergehopst? Das sieht so aus, wa? Ich mach mal direkt den Fighting Stand hier. Auf Stahl. Bronze.
So, das direkt hier vorne, das sollte erstmal reichen. Und dann halt, wie gesagt, der Turm oben, da oben und die Söckelchen davon. Sorry, Ali, das musste sein. Ich möchte euch alle schon mitbekommen, dass wir hier sind. Kenny, du kommst da nicht hoch. Bleib liegen. Dieser Fettsack. Pappe Philipp. Ein wenig komisch, ziemlich an der Außenkante am rumlaufen. Ja, ich auch. Ich würde eigentlich gerne wieder dran weiterarbeiten, aber das ist ja mal wieder. Oh, da haben da schon wieder einen Block rausgekloppt. Die Schweine, da habe ich letztens erst neu gesetzt. Ah, ich habe noch nicht mal das Horde. Vielleicht doch, wenn wir eine halbe Stunde hier sitzen, also ein paar Sekunden. Ja, hast du davon. Was hängst du auch bei anderen Leuten in dem Haus rum und machst da alles kaputt? Sollen die Scheiße? Jetzt bin ich auch noch in deine radioaktive Rotze reingerannt. Hör auf, so links, rechts zu wibbeln. Du Nasenbär, ey. Ich versuche den Headshot zu verpassen und du weißt aus. Bist du Neo oder was? By the way, ich bin hingegangen und habe mittlerweile unsere Muni komplett auf AP-Muni umgestellt. Weil, naja, davon haben wir am meisten. Und ja, macht keinen Sinn, noch mit der normalen Muni rumzurennen, wenn wir ja eh schon so viel von der AP-Muni haben. Und wir brauchen Ufer zum Durchdringen. Ja. Könnte ich dann mal so ein bisschen da weiterarbeiten? Jesus. Kann immer nur ankündigen, jo, wir wollen jetzt das und das an der roten Basis machen und dazu kommen wir dann nie. Ah, ekelhaft. Ich müsste ich ja eigentlich. Ach, komm mal, später an, ja. Eigentlich müsste ich dich ja von ganz unten bis ganz oben. Komm mal, Block. Wieso willst du nicht mehr? Da willst du wieder. Wieso wollte ich... Ah, okay, da gab eine fette Ladeverzögerung. Da liegt ein Beutel für mich. Oh, dann ist aber nett. Da liegt ein Beutel für mich. Und sag, ich guck da auf den Block drauf, will da rechts klicken und nichts tut sich. Und eine halbe Stunde später kommt, wird er dann schon als Stahl eingezeigt. Oder noch nicht Stahl war. So, bis auf der Höhe will ich dann auf Stahl haben. Allzu viel Stahl haben wir natürlich nicht. Deshalb... Denn wir haben fast 1000 Stahl, aber 1000 Stahl ist nicht viel im Bereich Upgraden. Das ist quasi mehr oder weniger gar nichts, aber hier so die ersten drei Blöcke, die wollte ich dann doch schon hier auf Stahl haben, bei den wichtigsten Türmchen. Ja, das ist nämlich, wenn du da ein bisschen beschädigt bist. So, damit sie den Standbein nicht weghauen können, ne? Und wir noch ein Level abkriegen. Ja, heute hat das drauf. Ich meine, irgendwo klopft er wieder drauf rum, da unten irgendwo. Ah, wen juckt's? Wen juckt's? Wenn mich das großartig interessieren würde, soll wir bei reparieren müssen oder Block ersetzen müssen, Jacke wie Hose. Zombies kommen sie so eh andauernd am Nerven. Da machst du nichts dran. Nicht mit unserem Game-Setting hier, so wie wir das ausgelegt haben. Da liegt auch noch ein gelber Beutel. Draußen. Ja, Geld ist mir jetzt nicht so wichtig. Normalerweise müsste ich hier noch einen Block weiter runter und den upgraden, weil wir schon mal gesehen haben, der hat ja schon mal ganz gerne durchschaut. Wenn wir noch Zeugs über haben, machen wir den Steg ja auch noch. Kommen wir aber hier vorne, fangen wir an. Das ist der erste Block, den ihr da in Angriff nehmt, war, wenn ihr da zum Zerstören kommt. Natürlich müssen wir die dann als erstes auf Stahl bringen. Und im Idealfall kann man gehen. Keep up. So, hier einmal Copy Rotation und Ausrichtung. Und hast du nicht alles kopieren hier? So. Oh, den wollte dahinter wollte ich nicht. So. Oh, komm. Ja, wunderbar. Denn wenn das hier schön auf Stahl ist, damit kann ich arbeiten. So. Damit! Hat sich eine blöde Fliege reingeschlichen, die nervt mich jetzt die ganze Zeit. Setz dich jedes Mal auf meine Gaming-Hand, ja, auf der Maus steuere. Das lenkt voll ab, das ist nervig. Lass das sein. Natürlich, wenn ich sie dann mit Ken Patsch bei einer Fliegenklatsche eine ab draufwischen will, dann ist das Viech natürlich nirgendwo zu finden. Na, ist ja natürlich normal.
komme ich auch schön aufs Gelände drauf. Ohne Treppe überall. Das muss ich alles aber nicht sehr behindertengerecht. Hier muss die Fahrschul, die Rollstuhlrampe hier. Fahrstuhlrampe. Ja, Fahrstuhlrampe brauchen wir auch. What? Ja, hier fängt der an. Ja. Tickel, tickel, dann Auto plündern oder Doppelauto plündern? Tickel, tickel, dann Auto plündern. Ja. Scheiß auf die Autos. So viel stehen hier auch wieder nicht rum, da das sich lohnen würde, das Scrapping-Set anzuziehen. Ein ATM steht ja wohl rum. Das ist keine infestet, das ist nur ganz normale. 4-4er. Bisschen mit Ladedruck, da weil gerade die Zombies hier alle reingeladen werden. Bücherchen können wir lesen, wenn der Inventar voll wird. Wofür ich die ganzen Pflanzen noch mitnehmen, weiß ich nicht. Ich will hier Deko-mäßig bei uns in der Basis doch aufstellen, deshalb habe ich ein paar Pflanzenplätze auf Seite. Aber das sind schon an die 50 Stück oder so. Also langsam kann ich die wieder scrappen, denke ich mir mal. Ja, snap dir ruhig die Finger rund, ist ja auch kein Problem. Ich habe ja genug Lockpicks. Jetzt stört mich das nicht mehr, dank dem Stack-Mod. Aha, jetzt wo ich meckere, geht das natürlich wieder sofort. Ist ja selbstverständlich. Meckern hilft, man soll das nicht glauben. Ey, warte, wo geht's mir regulär weiter? Soll ich da hochklettern? Das ist aber nicht zum Hochklettern. Was soll ich denn hier? Ach, wie durchs Fenster. Klar, Sperrwagen weit offen hier. Für ein Schweinchen. Das muss Ricarda sein. Guck, ich sag ja immer, Kenny ist eine fiese Drecksau, ne? Ganz den Typen. Ne? Wer sitzt da? Steht da als Phantomdings da, hier wo dran auf der Anklagebank und muss, ne? Kenny war. Kenny ist der designierte Schuldige. Ups. Kann ich die Dinger nicht mitnehmen? Jetzt zumindest den hier. Ah, das wäre so schön, ey. So schön. Das ist keine Fake-Wand, war das keine Fake-Wand. Alright. Das ist auch alles lockt. Wieso ist hier alles lockt? Ich mag verschlossene Türen nicht. Du funktionuckelst nicht, dann rödel ich dich auseinander. Guck mal. Kaputt Bisse. So easy peasy lemon squeezy geht das hier. Mit, als Pro-Gamer hat man sowas drauf. Ja, wir laufen heute wieder mit Pro-Gamer. Machen wir heute wieder. Du bist unlocked. Alright. Hier jemand in den Zeugenverhörskammern drin. Wahrscheinlich nicht am Spiegel irgendwo einer. Das ist tatsächlich ein Durchguckglaswand drin. Guck mal einer an. Hat eine schöne immersive Erzählweise des POIs. Aber hier fehlt doch noch. Wo ist denn der Fettsack? Da. Pikabu. Ja, okay. Links und rechts über die Schulter geschossen. Ich hab nichts drauf. So geht's wesentlich besser. Ich höre draußen die ganze Zeit ein Schweinchen rumgrunzen. So, Ricarda muss sich hier richtig groß austoben, anstatt dass er mal weiterzieht, wa? Ja, stell dich selber auf Konflikt ein, ja. Ich höre ein dickes, fettes Boss. Die könnten, wenn das eine Grace ist, dann ist toll. Ansonsten brauche ich unbedingt Boss. Die Boss scheint auch richtig angepisst zu sein. Boss ist eigentlich Ricarda. Dann muss ich hier überall die Toiletten auseinander. Ja, guck, da war eine Waffe drin. Waffen werden wir die aufeinander rupfen geben. Weapons Parts brauchen wir wiederum, damit wir uns irgendwann eine SMG-Turret herstellen können, falls wir hinter nie was haben. Die Matratzen sind auch ganz nice mit dem ganzen Stoff, denn wir haben wieder nur noch 10 Stück, nachdem ich letztens erst die Rüstung hier hergestellt habe, das Lumberjack-Set. Mahlzeit. Komm so ruhig da raus. Kein Thema. Die, du bist mir im Weg. Ah, der Rotzi McKotzi wieder. Betrunken hier. Machst du nochmal Rotzi McKotzi? Nein, ne. Boings. Wunderschön. Wenn er dort so richtig schön auf den Kopf drauf zeigt, dann der Schutz sitzt, dann sind die instant down. Obwohl. Einer von euch ist noch nicht instant down. Ist hier noch einer um die Ecke? Irgendwo ist hier noch jemand. Dann nehmen wir mal.
wird sich schon melden. Leider. Ach, die stelle ich nicht so an. Na, gleich müssen wir wieder ein bisschen aussortieren. Müssen wir gucken, ob wir eine ruhige Stelle erwischen, wo wir da überhaupt können. Was ist denn hier? Kommst du da noch raus oder nicht? Hier, du Schwergefangenen. Super, eine hier. Hier, kriegst du Sniper verpasst. Der FP-Money for the win. Bist du ein Plug? Du bist kein Plug, oder? Nee, du bist kein Plug. Da waren wir dran. Alright, alright, right. Bisschen hin und her hier, aber. Okay, Didi, da musst du da mitten da durchfliegen. Da bist du mitten in die Jagd reingeraten. Ich kann ja gar nichts für, dass du jetzt da Schaden genommen hast. Ja, ja, ich könnte dann auch noch weiter auseinanderrödeln. Guck mal, da war ein Messerchen drin. Wird Zeit, einfach mal irgendwann Machete finden oder so. Aber ich brauche eigentlich nur den Stoff von dem Bett. Und jetzt sind wir Pickepacke. Das heißt, wir werden das Ding hier anziehen, einmal durchsortieren hier und weglesen, was wir weglesen können. Für was auch immer und alles, was kein Volumesbuch ist, lese ich auch nochmal, selbst wenn wir das schon komplett können. Siehste, jetzt passt das wieder. Wunderbar, das wieder angezogen hier, die Saat rausgeschmissen, die brauche ich nun wirklich nicht rausschmeißen. Ich habe da eigentlich die Maustaste losgelassen, hätte sie runterfallen müssen. Jetzt passt der wieder alles wieder. Sweet. Oh, da hinten sehe ich Borstig. Da hinten bist du, da hat er sich schon durchgekämpft. Alright. Kann man ja, da an dem ATM bist du. Oinks. Ein Borstig hat sich ausgeborstigt. Eine Ricarda. Sorry, ich verwechsel das jetzt immer. Lass mich mal kurz mein tolles Messerchen hier nehmen. Boings, immer noch unlocked, okay. Da komme ich auch so nicht dran, ne? Vielleicht später, die Knöpfe funktionieren niemals mehr nicht. Gut. Voll, die haben auch gerade Saat rausgeschmissen, jetzt kriegen wir sie wieder neu. Alle, ja? Locked. Kann ich mitarbeiten. Oh, hier hängt noch mehr Stoff an den Wänden. Bald nicht mehr, bald gehört es mir. Und Kaffee. Das ist Service, weil wir es hier direkt mit Kaffee hier versorgt. Dann haben wir hier auch mal auf die Axt hier. Burns, da, was hinter? Nee. Die Muschi versteckt nichts. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Ja, hier, nimm Axt ins Gesicht. Hast du davon? Mach direkt mit der Axt weiter hier. Notschlachtung. Ja, der nächste hier. Okay, ja, dann gibt es ein bisschen Schnürfunden, aber das muss sein. Wir haben unsere Prinzipien. Ne? Wenn jetzt Borstig einfach angerannt kommt, ganz böse, dann kriegt es eine Axt vor das Gesicht. So, einmal ein großer Gerichtssaal. Wo ist hier der Oberrichter? Echt jetzt? Wie viele Borstigs rennen denn hier rum? Ja, meine auch, aber der Borstig hat wieder genervt. Oh, der springt denn da mitten ins Gesicht rein hier? Wow. 5 AP-Munis in den Body reingejagt, bevor der Hops geht. Das ist ein bisschen over the top, meinst du nicht auch? Da ein Plug, da ein Plug, noch ein Borsti? Noch ein Borsti. Okay, Borsti Plünderzeit. Du bist ein Plug. Für... Geheimraum? Für Super Leggy? Ah. Keine Ahnung, was da ist. Alles kein, da nichts drin, da versteckt. Okay, hätte ja sein können. Ich hätte noch ein bisschen weiter ballern können. Da war noch ein bisschen Muni. Stoff voraus. Ja, wenn wir so 200-300 Stoff wieder mit nach Hause bringen könnten, wäre das super bombig.
Ja, mittlerweile, da ich jetzt das Rüstungsset dahergestellt habe, wa, haben wir sämtliche unsere Küchenschilderchen komplett abgearbeitet. Wir haben nur noch Basisdekor haben wir nur noch offen. Das ist immer so ein Dauerding. Der Basis verschönern ist immer so ein Dauerbrenner bei uns. Alles andere haben wir soweit abgearbeitet. Wir haben unsere Tools abgegradet, bis auf das Messerchen. Wir können auch keine Machete, geschweige denn besseres Messerchen bauen. Und ja, alle Rüstungssets haben wir mittlerweile zusammen. Kommt zusammen. Und das noch vor dem letzten Aufnahmetag. Ich hatte die Befürchtung, da war gerade mal so einen halben Tag oder so was da mit den kompletten Sachen rumrennen oder so. Gott sei Dank haben wir noch ungefähr. Ja, wir haben noch zwei Hordennächte. Zwei Hordennächte noch bis zum großen Finale. Oder das, ja, die zweite Hordennacht ist dann das große Finale. Was meinst du, schaffen wir das da bis dahin auf Stufe 5 Quest zu kommen? Eventuell sogar von Stufe 6 Quest. Ich bezweifle es, aber ich werde es probieren. Ja, jetzt schon alles schon längst alles gelaufen, Schätzekind. Das ist also danke für die Warnung, aber dann die war fehl am Platz. Irgendwie will ich denn hier mit? Hier mach mal direkt hier Scrap und direkt hier trink und schmeiß sie raus. Und die kann ich so lesen, wo ich das Ding nicht anziehen hier. Okay. Ah, komme ich da dran? Die sind plünderbar. Muss ich den Block weghauen und den Block, damit ich da gescheit dran komme, wa? Ja, hier ist ja kein Problem. Zum Glück noch Kugelstone. Okay. Ja, ich hatte gerade da den Pixelchen. Wunderbar. Legendary Part. Siehst du, hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ja, okay, da hat sich das da auch gelohnt. Ja, doch, hat sich auch gelohnt. Hier. Scrap. So, Eneminemum, wohin gehst du? Ich glaube, hier rum. Das ist der richtige Weg, du bist locked. Dann bist du der falsche Weg. Ich habt ihr jetzt voll mit dem Hinterhalt gerechnet. Vielleicht kommt der noch. Immer mehr. Auf Toilette. Vielleicht doch nicht so klug. Ach, da geht ganz weiter. Okay. Lass mich erstmal den Fahrstuhl checken. Der ist noch locked. Gut. Nicht, dass ich dann ja nachher super, super weit zurücktracke, um zu gucken, was da noch war. Und dann feststelle, die Tür ist verschlossen. Du funktionierst, du funktionierst nicht. Hast du da was Nettes drin? Gib mir mal die Learning-Elixiere hier. Wenn ich mir leisten kann, kann ich mir leisten. Und. Ja, gib mir so die Kasse jetzt da. Die baller ich mir direkt rein. Komm mal hier. Mach auf das Ding hier. Use. Und Use. Lasst euch mal direkt scrappen hier. Die könnten in Parts zerlegt werden. Alright. Und Didi. Ja, ihr tragt mal ein bisschen was. Ich werde langsam wieder voll hier. Du kannst die beiden Sachen schon mal tragen, da kommt noch was da hinzu. Das kannst du tragen. Zeugs, was nicht ganz so häufig stackt. Maybe. Vielleicht war das ein bisschen unklug. Nein, never mind. So. Hier, nimmst du das und das. Dann mir dann wieder Saat in die Hand gedrückt. Ich brauche keine Saat. Ich habe auch gerade gesehen, die hätte ich auch noch fast erwischt, bevor mich da registriert hat.
Direkt für den Beutel direkt. Alles down? Sieht aus, wie als wenn alles down ist. Nice. Ich habe wohl den Schrank mit weggeballert. Na egal. Ein bisschen Schwund ist immer. Du bist unlocked. Hey. Da gehen wir dann sofort weiter hoch. Und hier steht wieder ordentlich Stoff. Gibt es hier wieder. Nice. Wir kriegen den Stoff zusammen. Das freut mich. Das Schilding ist noch eine Etage tiefer. Okay. Und nochmal irgendwo runter. Bisschen Zeit auch, wenn ich den ganzen Stoff hier immer wegzukloppen. Aber naja, wir brauchen es. Jetzt, wo wir das Wichtigste alles hergestellt haben, nicht mehr so super dringend, aber doch schon. Ist ja auch Vorrat, sollten wir haben. Ja, meine auch. Ich glaube, das ist eine Wanderhorde, die sich ziemlich nah anhört. Ja, seid ihr schon durch die Wand durch? Warte, wenn ich den Spul da wegnehme, kann ich euch weg da reinballern. Ja, man kann ja nicht hier gehen. Was macht der mir einen extra Eingang hier? Das ist ja, das ist eigentlich gesagt ja Service, aber ich brauche es gerade nicht. Okay, wir wären fast in so ein Town Hall Ding eingezogen. Ich hatte das echt als Betracht gezogen, aber mal gut, das war nicht. Das ist alles Cobblestone hier. Sieht so massiv nach Beton aus. Komm mal, der nächste hier. Noch mehr? Ja, da sind noch zwei, drei Tapsers. Die Tapsis. Soll ich mal eben kurz in der Zeit hier auch nochmal Verband draufpacken. Für. Der brennt doch nicht weg. Ich bleibe noch hier. Komm mal, Mr. Businessman. Nochmal einmal ums Eck hier. Das ist Mo. Ah, der Businessman. Gut. Haben wir sie alle? Nee, einer ist da immer noch. Incoming enemies, prepare for conflict. Hör mal, ich bin die ganze Zeit am Durchkämpfen. Wie soll ich mich da noch weiter drauf vorbereiten, wenn die eh schon alle hier sind? Der war der Beste. Wunderprächtig, wunderschön. So. Der Trilling da unten? Maybe. Du bist doch verschlossen. Okay, gut. Dann, aber wir waren doch da unten schon überall. Bin ich daran vorbeigelaufen? Ich glaub's nicht. Das ist Stoffvariante. Nice. Lass mal Wanderzombies abhängen hier. Sucht euch einen anderen Weg. Das Kind ist ein bisschen schneller als die Axt, hat aber nicht so viel Aushub. Du bist locked. Okay. Entschuldigen Sie. Nicht einfach von hinten raufkloppen, da tut man nicht. Warte, ich muss nachladen. Ihr wisst doch, wenn ich nachlade, ist kurz Gamepause, ja? Das war der Deal. Ihr müsst euch langsam mal daran halten. Jedes Mal verarscht er mich. Sagt, ja, ja, ist okay, machen wir. Und dann tut er doch nicht. Ja, meine auch, die, das weißt du doch.
hör da doch auf. Wäre schön, wenn du mich vor Sachen mahnst, die ich selber nicht mitbekomme. Aber dann bist du natürlich auch Stillekiss. Darum, ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen mit echt guten Stoffmengen nach Hause. Damit kann ich arbeiten. Jetzt bist du okay. Da geht da noch. Oh, da sehe ich ein paar Grüne. Alright, wo gehst du als erstes hin? Maybe hier in den Raum. Dann gehen wir erst hier in den Raum. So, finde ich gar nicht gut, dass da draußen so viele Zombies rumrennen. Das leckt mir alles im Spiel rum jetzt wieder. Guck mal, der Fahrstuhl ist außer Betrieb. Siehst du den halt nicht? Okay. Obwohl, so ganz außer Betrieb scheint er ja nicht zu sein. Oh boy. Das sind zwei, drei Stück. Ja, so kann man sagen. Und Spiders, mach das Spider. Komm on, Miles Morales, mach dich vom Acker hier. Den ich eigentlich erwischen wollte, den habe ich noch nicht erwischt. Wie seid ihr hier hochgekommen? Ach, da ist doch eine Leiter da drin. Okay. Komm doch mal raus. Doch viel angenehmer, wenn ihr hier die Tür aufmacht. Ne? Da kannst du da schön gemütlich durch. Aber wir müssen wahrscheinlich die Leiter runter, um an das Z-Ding zu kommen. Hinter mir irgendwas, was mich auffällt, damit ich auch weiß, wie von mir einer Nase weg. Das hört sich an, dass wir da noch eine halbe Armee kommen. Ich muss mal eben hier einmal hier Scrappy Scrap da machen, der Stack ist voll. So, das war der Raum. Alright, ja, die Fensterdinger, die lasse ich da mal eben Fensterdinger sein. Na, dieses. Lass dich in Ruhe questen, ja, scheiß Wanderdolis. Warte, nachladen. Moment, meine Pause. Gut, jetzt geht wieder. Ich mach nichts anderes als Combatten hier. Bist du down low? Ja. Ach, da ist ja noch ein ganzer Batzen da. Hier da unten das Zetschel-Ding. Mal gucken gehen hier. Hey, Mr. Holzfäller, Mr. Burning Man, lassen Sie mich mal vernünftig da runterklettern. Idi, du bist voll im Weg. Oh, die Alte nervt mich. Du auch, hör mal, ich wollte da gerade in dein Löchlein reinklettern. Nächste, alright. Ein perfekter Ort, damit die ganzen Wanderzombies hier reingefallen. Ist auch mal irgendwann down? Weil du direkt vor mir stehst, geht das, kann ich wieder dich treffen, wa? Ich wollte auch nur mal da unten rein. Entschuldigen Sie mal. Ein bisschen Geduld. Ich bin ja schon am Runterlaufen. Ich bin ja schon nicht so langsam. Dann drückt die mich ja weiter rein. Hey, Wanderzombies auf engstem Raum. Was soll großartig schief gehen? Auf der Etage müsste der Zettelding sein. In der Richtung irgendwo. Wieder eine dicke Kuh. Ja, wir haben schon wieder das Waypointer-Treffen hier gestört. Ich komme hier schon lang gedackelt hier, ey.
Das ist kein Free Buffet hier. Ich verzieht euch. Aua. I've got a bad feeling about this. Ja, ja, super. Du hast ein schlechtes Gefühl deshalb und ich hab voll schlechtes Bauchgefühl, weil mir alles wehtut, weil die mich die ganze Zeit trauen. Okay, so, wo muss ich denn jetzt hier regulär weiter? Wahrscheinlich hier über Treppenhaus, wa? Da kommt ihr nicht durch. Da waren dann immer noch nach wie vor weitere Zombies rein. Ja, leck mich doch an der Sack. Treffen uns auf Etage Nummer 3. Ah, der Dachboden. Ja, wir sind fast beim Ende. Muss das echt unten das Zettelding tatsächlich übersehen haben. Komm mal, lass mich in die Lücke. Wieso bleibe ich jetzt hier überall? Hey, komm mal. Ja, durch. Krabbeln. Du nicht krabbeln, ich krabbel. Klappt viel zu häufig, ne? Mal apropos, du kannst bei ihr das da neu aufpacken. Schlechter Zeitpunkt gerade. Wie viel die Big Mama haben wir heute jetzt hier gehabt? I don't know, die 598 oder so. Der Sound, den kenne ich doch. Das ist doch definitiv eine Screamerin. Na, kein Wunder, so viel wie wir hier rumballern. Es ist verdient, dass die jetzt hier ist. Jo, hier ist der lustige Spaßraum. Da kommt mal alle aus der Decke rausgefallen. Naja. Oh, das Leggy hier. War doch gerade noch ein Zombie. Ich bin ja auf der anderen Seite wieder runtergegangen. Da, wo willst du da hin rein? Ich bin hier. Ich glaube, ich hab sie da alle. Oh Gott, das sind 2-3 Stück. Viel zu 15 Friends, was willst du denn mehr? Okay, wir sind Pickepacke. Wir sind schon wieder Pickepacke und wir stehen vom Endloot. Das ist nicht gut. Das mal angezogen hier. Du raus. Du raus. Du raus. Du raus. Vitaminchen läuft noch, da kann ich dich direkt essen hier. Ja, das sieht doch schon besser aus. Alright. Gut. Super framey. Scheiß die Wand an. Ja, schrei ruhig noch ein paar Mal. Ob das jetzt hier 500 Zombies sind oder 600 Zombies, dann macht das Pferd auch nicht dick. Oder so. Denk dran, du musst da unten noch ein Paketchen abholen, mal ein Zettelding da. Sonst haben wir die Quest ja immer noch nicht fertig. Oh Gott, das wird lustig. Ich möchte gerne wissen, wo ich das übersehen habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte aufgepasst. Na, offensichtlich nicht, ma. Ich guck jetzt hier zu Ende. Siehst du, da geht nämlich First Try. Oh, ihr seid direkt vor meiner Nase direkt hier. Okay. Wenn ich auch vernünftig ziehen könnte mit dem ganzen Legen, dann wäre das ja kein Problem. Da würde ich mir euch ein bisschen Schlitten fahren. Muss ja auch mal ein bisschen Vergnügen, wa? Ein bisschen Winter-Super-Feeling hier.
Gott, hier, da wird es mal immer leckiger hier, ja. Wieso? So, schnell da ran und einfach mal alles rausgegriffen. Wobei wir können. Könnte ich alles sehen. Hier, dann haben wir das hier weggeben. So, jetzt passt alles. Ja! Wie viele tausende Zombies rennen denn hier gerade rum? Wusern. Ja, halt mal ein bisschen ein paar Sachen fest hier. Verdammt. Wunderbar. Da wollte ich auch mal raus. Au, vom Fuckface. Hätte ich jetzt mal ein paar Mollys oder sowas dabei. Fette Esther, würden Sie mal bitte. Normalerweise mag ich ja die ärztliche Betreuung deinerseits. Die gesundheitliche Betreuung, aber gerade ist ungenug. Die Waldvieh, ich brauche keine Tier-6er oder so Quests machen oder so. Ich hab's ja schon automatisch immer. Da so, kann ich hier irgendwie so über die Dächerchen wieder nach ganz unten. Irgendwo habe ich auch ein Bike, war da. Mal gucken, ob wir da irgendwo das blöde Zettel-Ding sehen. Ich höre Feral White, höre ich. Na, da, ein Zick. Und natürlich wieder ein Jumping Spider. Wo ist er? Oh mein Gott, das wird nicht leerer hier. Wie? Das noch ein Bubble-Bubble-Meister. Ja, gut, Meisterheit. Mal kurz die Seiten wechseln hier. Wird ja noch alles zum PY dazu, das Gelände hier, Gott sei Dank. Oh Gott, das hat eine grüne Landschaft hier. Der war mal wieder voll geschauspielert. Da geht der Sick fliegen. Die Karre ist im Weg. Laut Luftlinie ist das aber freie Schussbahn gewesen. Lass mich gerade wieder so eine olle Spider an mich dran. Ich hasse die blöden Spider-T-Shirts. Wenn ich was vom Monsch verstehen würde, würde ich die erstmal direkt auf dem Spiel blockieren. Ja, ja. Ich juck's nicht wirklich, ob die radioaktiv sind, Feral oder sonst was. Die ganz normalen Zombies. Komme ich irgendwie mit klar. Dom Monsch, ja, auch kein Problem. Die Special Zombies, alles wunderbar. Aber die wollen Spiders. Boah, die nehmen mich auf den Sack. Das ist ein Special, Dicker. Warte, ich muss nachladen. Ich hab was in meinem Rücken schön. Ich komm hier nicht aus der Ecke raus. Oh, Muckefuck. Berlin, hat ja schon mal jemand gesagt, dass du zu klein bist? Muss jedes Mal runterzielen, wenn ich dich hier treffen will. Kein Standgebläse. Holla, die Waldfee. Na, ich nicht. Ich fühle mich hier pudelwohl. Blöde Mannmerkung, ey. Bad Feeling about this. Hast du schon mal hier? Mach mal die Augen. Sperr mal die Sensoren auf, schätze ich. Weiß mal, wie viele Zombies hier sind. Natürlich hast du ein schlechtes Gefühl.
weiß nicht, wieso der dicke Fettsack da hinten, hast du schon mal einen dünnen Fettsack gesehen, wieso der da hinten Pirouetten dreht und auf der Stelle steht, aber dein Nachteil, mein Vorteil, würde ich sagen. Rotzi McKotzi, von da ist Rotzi McKotzi. Gehörst du schon wieder zu einer neuen Wandergruppe? Holla, holla, holla. Ey, wir haben gleich einen POI fertig. Wow, der Tag ist gleich rum. Yay. Tja, nützt alles nichts. Wir müssen jetzt runter und mal gucken, ob wir irgendwo das Zerschädling finden. Irgendwo, oh Gottchen. Warte, lass ich Waffe nicht drin. Irgendwo in die Richtung. Ja, okay, nice. In dem Raum, der die ganze Zeit gelockt war? Echt jetzt? Tatsache. Ja, ihr kriegt mich nicht down. Bin ja viel zu über. Ich bin Pro-Gamer. Ich hab's die Ruhe weg und ja. Ich gebe absolut keinen Scheiß darauf, ob wir jederzeit wie gesegnet oder nicht. Wir liegen relativ gut dabei. Ich habe jetzt über 20 Toten bis zum Ende der Tode, bis zum Ende der Season gerechnet und wir liegen bei 5. Davon war einer selbst mit Absicht gefügt. Also eigentlich bei 4. Wir sind gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Für den Schwierigkeitsgrad, mit dem wir hier spielen. Und den Modpack, den wir uns zusammengestellt haben, sind wir sehr, sehr gut dabei. Remember that satisfaction is always guaranteed. Cool. For me, it looked fantastic. Crafting Skill Wandel wahrscheinlich. So, neuen Job. Wo gucken, was du da will alles hast. Kathedrale, oh, die wäre nice. Are you looking to earn some dukes? Well, that's a disappointment. If you like coin as much as I do, if I had a duke, if you want to earn some dukes, Donuts Donuts ist infestet. Ja, Donuts Donuts nehmen wir. Jeder infestet Ding. Infestet ist besser als alles andere. Und dann müssen wir morgen mal gucken, was er dann wieder neu im Sortiment hat. Ich würde ja auch gerne die Kathedrale noch, aber die hat er auch morgen dann nicht mehr. Hast du hier einen Health Bar drin? Das natürlich nicht. Ein Rockbuster könnte ich noch mal wieder mitnehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch mal irgendwo rumbuddeln gehen müssen, aber wenn, dann brauche ich wieder Rockbusters. Alright. So, dann haben wir es ja für heute schon wieder. Das war doch ein sehr produktiver Tag. Na, also ich muss das Zeug alles noch zu Hause auslagern. Lass mich raten, wenn wir da nach Hause kommen, ist wieder alles voller Zombies dran. Könnte ich meinen Lili drauf verwenden. Ich hätte fast gesagt, meinen Arsch drauf verwenden, aber der ist mir dann doch zu kostbar. Hier ist noch alles frei, noch. Obwohl, ich glaube, ich sehe da jemanden rumdackeln. Ja, Lili, wird wohl, das sieht so aus, als wenn ich mich von dir trennen müsste. Hier sind gerade keine Zombies. Ich habe den Leuten gesagt, hier wären welche und wir haben auf dich haben wir gewettet. Also von dem her... Ja, ich glaube, das schneide ich aus dem Video raus, dann fällt das keinem auf. Oh, 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 Gott sei Dank ist der jetzt gerade ein Zombie. Na, so ein Zufall, aber auch die hast du Glück gehabt, kannst doch bei mir bleiben. Master, we are not alone. Ja, I don't give a fuck. So, wir haben alles aus dem Bike rausgenommen, wunderprächtig, wunderschön. Wir verziehen uns schön nach oben, lass die Zombies ruhig Zombie sein. Wunderbar, ich begebe mich dann ins Aussortieren und nehme die Leiter springen Modus und den haben wir sofort wieder. Warte, warte, lass mal kurz hier einen Zwischenstopp machen. So, einmal in die Knie gehen und Y drücken. Was haben wir denn? Sind wir da irgendwo weitergekommen? Jo, wir haben das Ding hier fertig. Cure Deep Lacerations. Ich glaube, das haben wir schon letzten Horn nachbekommen. Der gibt mir keine extra Belohnung, nur XP. Normalerweise kriegt man doch am Ende der Reiter immer was extra. Hm, wenn wir nicht beim Händler gucken. Und uns fehlen tatsächlich immer noch 26 Demolisher. Ah,
wird Zeit, dass wir die mal so langsam bekommen. Nächste Ordner. Mal, wir haben hier einen guten Sprung auf die 24 gemacht in der letzten Ordner. Mit ein wenig Glück. Gut. Dann lass mal gucken. Wir haben 3 Skillpünktchen angesammelt. Die gehen in Savage Operation rein. Einmal und da und da. Dann ist das voll. Lucky Loot haben wir voll. Penetrator haben wir voll. Hier haben wir sowas von alles voll. Wo können wir denn das noch rein? Du wirst besser mit dem entsprechenden Ausrüstungssets, wenn wir die tragen. Das bringt uns ja alles nichts. Da kommen wir auch nicht höher. Intoleranz kommen wir nicht weiter rein. Healing Faktor wäre noch eine Möglichkeit. Iron Guard ist voll. Heika brauche ich nicht wirklich. Warte mal, war hier nicht noch irgendwo Run and Gun? Ja, Run and Gun. Lass uns Run and Gun hier in den Punkt reinnehmen. Ohne dass wir hier großartig in Agility noch rein investieren müssen. Da können wir schneller nachladen. Hatten wir auch schon mal eine Zeit lang drin. Haben wir nur wieder rausgenommen, als wir Learnings hier gemacht haben. Wir haben uns auf die wesentlicheren Sachen dann da konzentriert. So weit, so gut. Jetzt habe ich aber wirklich alles. Ich kümmere mich um meine Gesundheit und ums Aussortieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war doppelt gemoppelt. Bis dahin, haut rein, gebt ihr Gas und habt das Spaß. Und auf Wiederweg geschüss. Lasst mich hier direkt das Wasser rausholen. Wenn ich Platz habe.